Niedersachsen hat gewählt, meine Damen und Herren. In Niedersachsen wurde gewählt am Sonntag und du glaubst es nicht, die SPD ist wieder auferstanden. Die SPD hat gewonnen. Noch am Wahlabend soll Elke Twesten angefragt haben, ob sie in die SPD eintreten. Wahnsinn! Ein Wahnsinn. Und Martin Schulz, er wusste gar nicht, wie ihm geschah. Der Schulz musste wirklich seine Rede vor dem Spiegel 20 Mal üben, damit er nicht aus Versehen sagt, heute ist ein schwerer Tag für die deutsche Sozialdemokratie. Und die Rede war toll, die war überschwänglich. Haben Sie die Rede gehört? Wir feiern heute gemeinsam, es war ein wunderbarer, sonniger Tag in Deutschland. Vor allen Dingen in Niedersachsen. Vor allen Dingen in Niedersachsen, da scheint die Sonne heute natürlich für uns Sozialdemokraten in besonders heller Art und Weise. Da wollte er sagen, aus dem Arsch, haben Sie auch gemerkt. Ne? Gerade eben die Kurve gekriegt, so eine gute Laune. Und was ist denn hier los? Selbst Ralf Stegner darf wieder vorne stehen. An dem Tag war alles egal. Sonst wird Stegner inzwischen immer hinter Buchsbaum irgendwo in der letzten Reihe. Aber ne, jetzt hieß es, komm, scheiß drauf, Ralf, altes Regengesicht. Du darfst nach vorne. Die SPD erlebt nach der Bundestagswahl einen ganz interessanten Effekt. Ich glaube, es ist ungefähr das, was man kennt vom DFB-Pokal. Man ist immer automatisch für den Außenseiter. Und den Status hat inzwischen die SPD erreicht. Die SPD ist nach der Bundestagswahl jetzt sowas wie der FC St. Pauli. Und nach der Landtagswahl, da gibt es schon solche T-Shirts. Bundestagswahlsieger, Besieger. Und ganz besonders toll finde ich, dass gerade Stefan Weil die Wahl gewonnen hat. Nicht ein smarter, frecher, junger Typ, sondern eher, naja, also, so der dröge Buchhalter. Und ich glaube, da liegt die Chance der SPD, langfristig auch Merkel zu schlagen. Merkel ist öde, ohne Visionen, mit schlechten Reden und wenig Esprit. Und jemand, der einem suggeriert, Politik ist so langweilig, oh, da braucht ihr euch gar nicht drum zu kümmern, lasst mich das mal machen. Ja, das mögen die Deutschen. Ich glaube, wenn man Merkel schlagen will, darf man nicht jemanden aufstellen, der spannender ist als Merkel. Man braucht jemanden, der noch einschläfernder ist als Merkel. Deshalb wirklich appelliere ich an der SPD, habt den Mut, macht es bei der nächsten Wahl Thorsten Schäfer-Gümbel. Traut es euch, macht es einfach mal. Oder, was weiß ich. Ich spinne jetzt mal rum, vielleicht sogar noch öder, also eine Flasche Sprudel, ja? Oder noch öder, Olaf Scholz, also ne? Eine Flasche ohne Sprudel. Also die CDU war jedenfalls total perplex, sie konnte gar nicht fassen, dass sie mal nicht die stärkste Kraft war. Die Union hier in Niedersachsen ist mit 35% zweitstärkste. Zweitstärkste? Hat er sich ganz anders aufgeschrieben? Zweitstärkste? Hoppla. Ja, er war so ein bisschen durch den Wind, der Althusmann. Haben Sie auf mich gewartet? Nein. 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 Auf ihn wartet keiner mehr. Ne? Warum auch? Die SPD hat ja gewonnen. Aber nun ist es auch kein Erfolg, den man so richtig lang genießen kann. Denn mit wem kann sie koalieren? Die SPD, das ist das Problem. Es ist ein bisschen wie die Katze, die auf den Baum klettert und sagt, yeah, ich bin oben. Wie geil ist das denn? Ich bin auf dem Baum. Und dann, Hilfe, wer holt mich wieder runter? Für Rot-Grün reicht es nicht. Die FDP hat keinen Bock, das Ampelmännchen zu spielen. Große Koalition mit der CDU, uiuiuiui, schwierig. Also zur Not muss die SPD zusammen mit VW regieren. Könnte auch eine Option sein für den Bund, falls Jamaika scheitert. Denn die Verkehrspolitik ist ja auch ein großes Streitthema bei Jamaika. Die Grünen wollen mehr tun für Fahrradfahrer in den Städten. Die Union und die FDP stehen traditionell der Autoindustrie nahe. Und schon zu den Sondierungsgesprächen werden wahrscheinlich die einen im Mercedes-Kombi anreisen, die zweiten im Porsche, die dritten auf dem Fahrrad. Und Horst Seehofer kommt gar nicht, weil er mit seinem DeLorean zurück will ins Jahr 1955.